Das wäre fast schief gegangen. Schauspieler und Sänger der Band Dirty Seconds to Mars, Jared Leto, 46, wollte am Mittwochabend gemeinsam mit Freunden Popcorn zubereiten. In einem Video auf seinem Instagram-Profil ist Leto gemeinsam mit Schauspielerin Sofia Boutella, 36, Atomic Blonde, am Herd zu sehen. Plötzlich scheinen die Maiskörner alle gleichzeitig aus dem Topf zu springen und Leto hatte alle Mühe, das fertige Popcorn rechtzeitig umzufüllen. Als er dann den Deckel auf den Kochtopf setzen wollte, fing dieser augenblicklich Feuer. Der 46-Jährige sprang zurück und konnte gerade noch verhindern, dass er sich die Hände verbrennt. "Bester Koch ever", schreibt er ironisch unter das Video.